Ich bin heute bei der Firma Profine, einem Kunststoffverarbeiter in Pirmasens, und ich treffe mich jetzt mit Selina und Luca. Die machen hier eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Hi Luca, bei Wind und Wetter im Einsatz. Hey Lisa, ja, ich will eine Probe, weil wir müssen ja schauen, ob der Rohstoff, was wir geliefert bekommen haben, auch fähig ist für die Produktion, also allen Erwartungen entspricht. Aber mehr kann ich dir gerne auch mal im Prüflabor zeigen. Ja, da super. Gehen wir gerne zusammen mal hin. Gerne. Wir befinden uns hier im Prüflabor und ich zeige dir jetzt gerne mal, was ich mache. Was ist jetzt dein nächster Arbeitsschritt? Wir vermischen das jetzt und dann schütte ich das auf eine Walze, wo es dann bei 185 Grad plastifiziert wird. Also du musst schon aufpassen, dabei sein. Ich kann die Maschine jetzt nicht allein laufen lassen. Ich muss die Pigmente richtig mit dem PVC richtig vermischen. Und wenn die Prüfungen hier gut gelaufen sind, was passiert dann? Dann wird sie für die Produktion freigegeben. Und wenn Lukas sozusagen mir das okay gibt vom Prüflabor, dass die Feuchtigkeit und alles passt, dann kann ich den LKW sagen, dass sie dann hier abladen dürfen. Dazu wird die Siebmaschine zwischen reingeschaltet. Also alles, was hier jetzt so drin hängt, wurde noch rausgefiltert. Genau. Und wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt in den Mischereien der Handverwegung. Hier werden einfach verschiedene Farbbatches vor allem und kleine andere Zusatzstoffe dazu mit der Hand verwogen, dann zuzugeben zu den Hauptmischern. Und was würdest du sagen, was muss man so mitbringen an Fähigkeiten und Interessen? Also man muss handwerklich schon etwas geschickt sein. Mathematik sollte man schon mögen, weil es kommt viel vor technische Physik. Und ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen sollte man auch haben, logisches Denken. Man muss sich das halt vorstellen können, wie es dann am Ende auch wirklich aussehen soll, dies selbst zeichnen können und dann halt auch dementsprechend dann produzieren zu können. Und was kommt hier jetzt gerade angefahren? Das ist die Kalibrierung, die kühlt vor allem das Profil runter und hält die Form. Und dann nur wird noch Vakuum und Wasser halt dann angeschlossen. Arbeitet ihr häufig im Team? Ja, bei manchen Dingen wie Kalibrierung anschließen, zwei Leute beim Anschließen ist halt simpler und einfacher und sicherer. Und was macht dir denn am meisten Spaß eigentlich? Eine Maschine aufbauen und anfahren. Wie sieht es denn eigentlich mit den Zukunftsperspektiven aus? Gerade in den technischen Berufen gibt es ja den Facharbeitermangel. Wenn man gute Arbeit leistet, sag ich mal, in der Ausbildung, hat man hier gute Chancen, ein befristetes Arbeitsverhältnis zu bekommen.